Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Film hier bei mir auf dem YouTube-Kanal. Ich habe ja neulich unseren Hyundai Kona Elektro vorgestellt, den wir privat fahren. Und heute stelle ich euch vor den Hyundai Ioniq 5 Elektro. Das Fahrzeug hat mir bereitgestellt das Autohaus Seifert in Bad Neustadt. Ganz, ganz lieben Dank dahin. Hier ist die Nummer zu sehen. Wer sich da mal melden möchte, ganz nettes Verkäuferteam. Und wie beim letzten Mal werde ich erstmal aus dem Bild gehen. Dass ihr das Auto auch in seiner ganzen Pracht genießen könnt. Wir haben hier stehen den Hyundai Ioniq 5. Das ist ja soweit klar mit der 58 kW Batterie. Er hat Heckantrieb. Das hat 170 PS das Ganze. In der Form hier, wie er vor uns steht. Hat eine Wärmepumpe verbaut. Voll-LED, Scheinwerfer im Pixel-Design. Dann vorne haben wir noch ein Leuchtband, das zeige ich euch dann alles. Was vielleicht noch interessant ist, sehen wir dann auch noch bei Reichweite und so weiter, wenn wir im Cockpit sind, wie schnell er kann er laden. Er kann mit 175 kW laden und spielt da natürlich mit seinem 800-Volt-System in der Oberklasse mit. Was natürlich dieses Fahrzeug auszeichnet, ist hier diese Pixelbeleuchtung, will ich es mal nennen, die hier LED-Tagfahrlicht macht. Und das Fahrzeug verfügt natürlich auch über ganz normales Fahrlicht im LED-Style. Ganz tolles Design, wer so ein bisschen aller Computerspiel-Fan ist, findet sich hier auch wieder. Hier vorne haben wir die Sensorik für die Einpackhilfe nach vorne. Und wer sich fragt, was das hier ist, das sind die Klappen für die Lüftung, weil das Fahrzeug ja auch bei der recht schnellen Ladung, die es macht, ne? Auch ja sehr viel Wärme erzeugt und die muss schon irgendwo hin. Oder eben auch, wenn die Batterie sehr beansprucht ist, dann geht das hier vorne einfach auf und man hört dann da einen Lüfter arbeiten. Alles in allem finde ich das Fahrzeug, so wie es da steht in seiner Form, sehr bullig und beeindruckend. Auch von der Seite her macht das Fahrzeug einen sportlichen Eindruck. Nicht zuletzt wegen den großen Schlappen, die hier drauf sind. Das hebt das ganze Fahrzeug noch mal ein bisschen. Da sind zwei 35er Reifen drauf. Das macht das Ganze doch noch ein bisschen sportlicher. Diese sportliche Eleganz zieht sich hier durch. Was auch interessant ist, ist diese leichte Falz hier in der Tür, die sich hier durchzieht. Interessant hier die Absetzung mit Schwarz in diesem Bereich. Unterstreicht nochmal das Schwarz, was von hier oben kommt. Und mit dieser Sonnenschutzverglasung macht das richtig was her. Die Farbe vom Fahrzeug finde ich auch sehr gut. In Schwarz natürlich auch die Haifischflosse, sodass ich das Thema vom Fahrzeug von hier oben bis nach unten hier zur letzten Leiste hin durchziehe. Nicht unerwähnt bleiben natürlich hier die Felgen, welche speziell für aerodynamische Verhältnisse ausgelegt sind, die an Elektroautos gebraucht werden. Das Heck des Fahrzeugs ist natürlich auch wieder in diesem Pixel-Look gehalten. Das finde ich sehr schön. Das ist das Thema des Fahrzeugs. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich trete mal auf die Bremse, damit man auch mal sieht, wie das von hinten aussieht, wenn diese ganze Geschichte da leuchtet. So. Und da bin ich der Meinung, das sieht doch schon ganz schick aus. Auffällig an der Heckgestaltung ist natürlich nicht nur die schöne Lampenverteilung, die genau in der richtigen Höhe ist, sondern das Fahrzeug hat keinen Heckscheibenwischer. Der fehlt. Nun soll es so sein, dass der Spoiler hier dafür sorgt, dass die Luft hier oben angesaugt wird und hier unten die Scheibe freibläst. Inwieweit das gelingt, weiß ich nicht. Ich bin das Fahrzeug bei Regen noch nicht gefahren. So, wie schaut es hier drinnen aus? Display, Lenkrad und so weiter erkläre ich gleich. Wir schauen uns mal das Material an. Was hier drinnen verbaut ist, hier oben die Armauflage ganz toll gemacht. Nicht zu weich, aber auch kein unwahrscheinlich hartes Material. Es ist nicht unangenehm, den Arm aufzulegen. Da fühlt man sich relativ wohl. Sehr große Türgriffe, also bei mir passen hier drei Finger rein.
Die untere Armauflage mit den typischen Steuerelementen, die muss ich niemandem erklären, die kennt jeder von seinem Fahrzeug, ist dann noch mal ein bisschen weicher und fühlt sich auch angenehmer an als oben. Hinterm Lenkrad, hier, da ist die elektronische Feststellbremse. So, wir gehen gleich rüber zum Beifahrer. Beim Beifahrer sieht man auch noch mal hier diese schöne graue Inlet, was hier zu sehen ist. Hier setzt sich diese, sag mal, Pixelgeschichte von draußen fort. Es deutet ein bisschen Samt an, ist keiner Kunststoff, aber trotzdem optisch sehr, sehr schön. Das Schubfach ist wirklich ein Schubfach, deswegen habe ich auch nicht Handschuhfach gesagt. Ja, es lässt sich rein und rausschieben, klappt nicht runter, hat niemand vor den Knien. Apropos unten, wir gehen gleich hier runter. Hier sehen wir, das weiße USB hier ist für den Anschluss des Handys, entweder des Apple oder eben Android-Handys, und dann wird das oben auch auf dem Display gespiegelt. Allerdings brauchen wir hier USB. So, ziehen wir ein Stückchen weiter hoch, dann kommen wir zu der Mittelkonsole, die verschiebbar ist. So, kann ich mir schön anpassen, wie es mir gefällt. Zwei Cap-Holder hier vorne, die gibt es dann hinten auch nochmal in der Mittelarmlehne für die hinteren Insassen. Dann hier unten nochmal Anschlüsse zum Laden vom jeweiligen Handys, wenn man das möchte. Hier unten liegt meine Wasserflasche, weil es gibt leider kein großes Fach, ja, wie es in Kona ist. Ich zeige mal jetzt hier, das ist die ganze Größe von dem Fach. Holen wir die Maske raus. Also da kriege ich meine Flasche natürlich nicht rein. Gut, was auch sehr schön ist, ist hier unten die Beleuchtung um die Lautsprecher. So eine, ja, Stimmungsleuchte, sag ich mal. Kommt natürlich im Dunkeln besser zur Geltung. Und das Gleiche ist dann jeweils nochmal hinter den Armlehnen verbaut. Sieht man natürlich im Dunkeln besser. Langsam nach oben durch. Hier ist auf dieser Zeile ist die gesamte Klimageschichte verbaut. Ich kann hier mein Kram einstellen. Schön natürlich noch, dass es auch ein bisschen haptisch gemacht ist. Ja, das Lenkrad kommt uns eigentlich bekannt vor. Wir haben auf der Seite die Radiosteuerung, Telefon, Favoriten und so weiter. Das hatte ich beim letzten Mal ja schon erklärt, ist hier genau das gleiche. Hier die Assistenten, auch sehr schön gleich wie im anderen Modell, im Kona, so dass man sich da auch gleich zurechtfindet. Also hier unser Tempomat, der hier auch adaptiv ist. Unser Abstand, dem halten wir uns zum Vordermann. Und der Spurhalteassistent. Ja, hier noch am Lenkrad angebracht ist die Umschaltung der Drive-Modis. Hier gibt es eben genau wie im anderen auch die, schalt mal um, den Normal-Mode, den Sport-Mode, hier halt den Eco-Mode. Dann zeigt uns das Display noch die Kilometer an, die wir jetzt noch mit unserer Ladung haben. 94% sind noch im Akku, also kommen noch 299 Kilometer. Des Weiteren wird hier unten der Verbrauch angezeigt, wenn ich fahre. Die Außentemperatur, der Modi hat man gerade. iPedal, das ist jetzt eine Geschichte, die ich eingestellt habe, hier über die Tasten, die sich hier befinden, die auch der Rekuperation dienen. Das ist dann einfach so, ich gehe vom Pedal und vom Gaspedal oder Strompedal, und das Fahrzeug wird langsamer rekuperiert und kommt dann auch zum Stehen. Ja, wenn wir einmal hier sind, die ganze Geschichte, Blinker läuft hier drüber, ne? Licht, alles hier drüber gesteuert. Auf der anderen Seite Scheibenwischer, diese ganzen Geschichten laufen über den Hebel hier unten. Wer sich schon gefragt hat, wo das ist der Krankenwagenhebel, komme ich schlecht bei. Ja, dann schauen wir mal rüber aufs zweite Display, was hier ein bisschen komisch ist. Da muss man mal dazu sagen,
ich tue quasi mit dieser Seite dieses Display steuern und mit dem das. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil ich ja hier eh meine Fahrdaten und so weiter immer im Auge habe. Apropos immer im Auge haben, in der Version gibt es kein Head-Up-Display. Das gibt es dann in den höheren Versionen. Ja, also dann hat man hier noch so eine kleine Grube, wo dann die Optik drin sitzt. So, gehen wir hier mal rüber auf das große Display. Wir haben die EV-Einstellung. Da gucken wir bloß mal ganz kurz rein, weil die nicht anders groß sind. Also hier kann ich wieder meine Ladezeiten einstellen, wann ich das möchte, bevorzugte Zeit und so weiter. Er denkt hier, er fährt das erste nächste Mal wieder am 1. Juli. Nö, so langweilig hier nicht. Dann zeigt er mir hier an, die Prozentzahl, wie viel es denn geladen hat. Also 94 im Moment, Stage of Charge, muss ja alles Englisch sein. Und hier der nächste Lader, ja, wo der jetzt wäre, in welcher Entfernung. Gut, dann hier üben nochmal das Radio. Und ansonsten entspricht das genau auch den anderen Einstellungen, die ich in den Fahrzeugen bei Hyundai habe, was die EVs angeht. Karte komme ich gleich dazu, Navigation, Telefon, da bindet man einfach sein Telefon an, das ist überhaupt kein Problem. Telefonprojektion, wie gesagt, muss man leider Gottes hier über USB-Kabel gehen. Sprachnotiz, das käme auch vom anderen. Klimaanlage kann ich hier oben auch nochmal bedienen. Dann Radio, hat ein DAB-Radio eingebaut, ja, wäre schlimm, wenn nicht. Funktioniert einwandfrei, also da gibt es nichts. Die Sendervielfalt ist hier sehr gut und kommt ja auch immer an, in welchem Gebiet man wohnt, aber hier ist es recht gut gemacht. Medien, das heißt also, hier kann ich halt auch von meinem Handy was abspielen und so weiter. Ja, Klima, Heizung, gehen wir nochmal schnell drauf, weil hier drin ist in die Sitzheizung. Würde dann so aussehen. So und so möchten wir es haben. Ja, Heizung hinten funktioniert auch. Ja, das sind also jetzt quasi die beiden äußeren hinteren Sitze. Da ist jeweils auch Sitzheizung verbaut. So, jetzt wollen wir wieder zurück. Das ist halt schön, dass ich jetzt hier auch auf das Häuschen kann. Und kann das mein Zeug alles einstellen. Hier, Einstellung, kommt her. Ja, hier habe ich halt nochmal Einstellung vom Fahrzeug. Kann ich abfragen. Hier ist die, und da wollte ich hin, die Blue Link App, auch nicht schlecht. Die ist hier natürlich drin. Das muss man dann auf sein Handy packen und kann dann mit seinem Handy von der Ferne remote hier auf das Fahrzeug zugreifen. Hier kann ich mir ein Fahrerprofil anlegen und hier meine Spracherkennung vom Fahrzeug trainieren. Ja, was ist noch? Ich kann hier verschiedene Themen hinterlegen. Also jetzt haben wir zum Beispiel das Weiße, das habe ich jetzt wegen der Aufnahme gemacht, weil eigentlich gefällt mir das so besser, muss ich sagen. Aber zum Aufnehmen dachte ich mir, es weiß halt besser, weil man dann halt alles sieht. Wesentlich besser sieht. Ja. Gut, kommen wir mal zur Karte. Ich habe was festgestellt. Ich mache jetzt mal hier Spracherkennung. Sprechen Sie einen Befehl. Navigiere nach Berlin Mitte. Möchten Sie dieses Ziel setzen? Ja. Die Navigationsführung beginnt jetzt. So, das ist interessant. Weil vorhin hat er mich gefragt, ob ich das irgendwo hinspeichern will. So, jetzt sagt er zu mir, die Akkuladung reicht nicht aus, das ist ganz klar. Ich möchte bitte ja, Ladestationen suchen oder soll mir auf der Route welche suchen. Ne? Routenführung wird gestartet. Und jetzt ist was ganz Komisches. Er zeigt mir nicht alle an auf der Strecke, sondern ich habe vorhin schon mal die rausgesucht. Und damit werde ich jetzt quasi, bis dahin werde ich kommen, bis Bitterfeld. Und müsste in Bitterfeld laden und dann wird es weitergehen nach Berlin. Also er macht jetzt keine Routenplanung mit
Ladestation. Und er sagt mir, pass auf, die nächste ist da und da. Könnte man rausfahren, könnte man nicht rausfahren. Klappt leider noch nicht. Aber das ist schon mal nicht schlecht, das ist das nächste. Man steht ja nicht irgendwo im Regen und muss mit dem Handy raussuchen. Ne? Ja, dann habe ich hier die Möglichkeit als Ziel festlegen. Will ich nicht, ich will es als Wegpunkt. So, und da ist es drinne. Und dann berechne mal bitte meine Route. Hopp. Dauert einen kleinen Moment. Ja. Und dann sieht die ganze Geschichte so aus. Na, hier habe ich meine eine Ladestation dazwischen und werde dann quasi in Berlin mit den 4 Stunden und 23 Minuten ankommen. So. Möchte ich aber nicht. Wird gestartet. Ja, okay. Und deswegen brechen wir das Ganze jetzt hier ab. So, hier kann ich es mir auch mal erlauben, in das Fahrzeug einzusteigen. Und ich bin mit meinen 1,92 hier sehr gut untergebracht. Genug Beinfreiheit zum Kopf hoch, ja, fast eine Faust. Also wer hier vorne sitzt, wird nicht gestört. Und der hinter ihm sitzen, also hat dann Platz. Würde auch funktionieren, bei mir auf der Seite, der ist auf 1,92 eingestellt, was ich nun mal bin. Da natürlich nicht ganz so, sieht man, aber es ist ausreichend Platz. Mal einen kurzen Bericht bei der Fahrt. Also ich muss sagen, sehr ruhig. Ich fahre jetzt hier gerade auf der Autobahn, messe mal den Verbrauch hier. Ich liege jetzt gerade, wenn ich 115 km/h fahre, die ich jetzt gerade drauf habe, bei 17,6 kW. Also das ist für die Größe von dem Fahrzeug ganz okay. Was allerdings auffällt, und das muss ich unbedingt noch anmerken, ist der Autopilot. Kann ja gerne mal eine Tabelle machen, wie das jetzt aussieht mit dem Selbstfahrlevel. Also das ist hier schon heftig. Der wackelt hin und her. Ja, also das Lenkrad, das wackelt hier hin und her und das merkt man deutlich während der Fahrt. Also das macht der Kona nicht. Also Hyundai, da müsst ihr nochmal nachbessern, auf jeden Fall. So, was aber schön ist, ist das Fahrgefühl. Also man hat das Gefühl, man sitzt ganz bequem irgendwo. Nicht ganz Sofa-Gefühl, aber man sitzt irgendwo und gemütlich und das Auto fährt so vor sich hin. Wie gesagt, bis auf diese Lenkbewegung, also das ist ja schon nicht schön. Er hat, das habe ich gerade eben das gesehen, das kannst du ja so auch gar nicht sehen, nur auf der Autobahn, wenn dich einer überholt, er hat hier Totwinkelwarner mit drin, da blinkt ein Achtungszeichen im Spiegel auf. Das ist natürlich auch eine schöne Geschichte. Zeit für ein Fazit. Für wen ist das Fahrzeug was? Das Fahrzeug ist extrem familientauglich. Wir haben gesehen auf der Rückseite, ich passe da rein auf der Frontbank ohne große Probleme, ohne dass ich dann Schuhanzieher bräuchte wie im Kona. Es sind die Isofix-Punkte hinten angebracht. Es ist genug Stauraum für Gepäck dabei. Also man kann, auch wenn man kleine Kinder hat, da hinten noch einen Kinderwagen reinkriegen. Alles ohne Probleme. Das Fahrzeug ist urban tauglich, es ist aber auch hier auf dem Land tauglich und ich denke, da ist es auch zu Hause. Was bei dem Fahrzeug noch möglich ist, wir haben unter der Heckbank ein 230 Volt Anschluss, da können wir 230 Volt entnehmen. Es gibt noch für die Ladeklappe einen Adapter. Den ich den reinstecke, kann ich von dem Fahrzeug bis 3,7 kW, also was eine normale Schuko-Dose macht, Strom entnehmen und kann damit dann Geräte in Kaffeemaschine, was weiß ich, betreiben. Interessant, wenn ich da eine Anhängerkupplung dran habe und mache da einen Campingwagen ran und betreibe meinen Campingwagen mit dem Strom von der Fahrzeugbatterie. Da muss ich ganz schön lange im Urlaub bleiben, dass ich die leer kriege. Also, familientauglich, urban tauglich, hier auf dem Land tauglich. Also, ein ganz tolles Fahrzeug, was schick aussieht, was hermacht, hier in der Heckantriebvariante
Wer Allrad will, muss noch mal so mit 15.000 Euro mehr rechnen. Und mit dem Blick auf dieses wunderschöne Elektroauto möchte ich mich dann auch schon wieder verabschieden.